Hallo und willkommen bei Ralfs Bastelbude. Heute habe ich hier so einen kleinen Patienten reinbekommen, kurz vor Jahresende. Ja, scheint kaputt zu sein. Mal schauen, was ich damit machen kann. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Bosch Schlagschrauber. Ja, aus der Zeit. Ich glaube, da gab es noch nicht blau und grün. Da hat sich Bosch noch nicht so entschieden. So türkisfarben. Schätze ihn so mal auf 30, 40 Jahre wird er auf dem Buckel haben. Ja, zunächst einmal muss ich herausfinden, was das Teil eigentlich für ein Problem hat, weil funktionieren tut es eigentlich. Ja, ich werde es mal aufschrauben, mal schauen, wie es innen drin aussieht. Natürlich ganz wichtig, Netzstecker ziehen. Und als erstes mal nach den Kohlen schauen. Die Kohlen, kann man erkennen. Die Kohlen sehen eigentlich noch ganz okay aus. Ich habe jetzt rausgefunden, an was die Aussetzer liegen. Und zwar ist es hier der Schalter, und zwar die Umschaltung Rechtslauf, Linkslauf. Da setzt es manchmal einfach aus. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, man kann einfach den Schalter austauschen, gibt es noch bei Bosch zu bestellen, oder man kann mal probieren, ob man den Schalter nicht auch reparieren kann. Ich probiere natürlich erstmal aus, ob ich den Schalter nicht wieder ganz kriege. Ist bestimmt innen drin nur ein bisschen verschmutzt, die Kontakte sind ein bisschen korrodiert. Ja, dürfte kein so ganz großes Problem sein. Schauen wir uns einfach mal an. Dazu habe ich die Griffschale entfernt und jetzt schauen wir mal, was der Schalter so macht. Ganz wichtig ist natürlich jetzt, sich zu merken, wo welches Kabel ist, und dazu gibt es den alten Trick, Foto machen. Dann auch immer schauen, dass die Kabel auch wirklich unterschiedliche Farben haben. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die dann die gleiche Farbe haben. Und dann wird es auch selbst mit Foto schwierig. Aber hier ist es ganz einfach. Da oben ist blau, hier ist schwarz. Dann hier weiß mit einem schwarzen Stecker und weiß mit einem weißen Stecker. Die Stecker ziehen wir jetzt ab. Und da haben wir auch den Fall, dass hier jetzt zwei schwarze Kabel an die Stecker gehen. Normalerweise sollten die dann egal sein. Aber ja, sicherheitshalber, wenn wir die dann auch nochmal kennzeichnen. Erstmal kommen die Kabel jetzt hier ab, dass ich besser dran komme. Das ist die Zuleitung. Die gleichfarbigen Kabel markiere ich dann einfach mit einem Isolierband. So, und das reine Markieren würde natürlich nichts nützen, wenn ich nicht auch fotografieren würde. So, dann kann man die Stecker komplett abziehen. Die Maschine lege ich mal auf die Seite. Und dann können wir uns den eigentlichen Schalter genauer anschauen. Gucken, ob wir den auseinander bekommen.
Wenn man so einen Schalter auseinander nimmt, muss man natürlich auch immer aufpassen, dass einem da keine Federn entgegenkommen. Wenn man den überhaupt auseinandernehmen kann. Diese Art Schalter ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man die auseinander nimmt. Ich glaube, das versuche ich hier mal anders. Ich glaube, ich versuche den erstmal sauber zu machen. Da werde ich mir jetzt ein bisschen Kontakt 60 holen. Und wenn man mit Kontakt 60 arbeitet, sollte man auch immer Kontakt WL mit dazu verwenden. WL ist die Waschlösung. Der spült dann das recht aggressive Kontakt 60 wieder von den Kontakten runter. Das Kontakt 60 greift die Metalloberfläche an, löst die Korrosion auf. Allerdings, wenn es zu lang drauf bleibt, löst es dann auch den Kontakt auf. Und deswegen dann eben nach der Behandlung mit Kontakt 60 Kontakt WL drauf. Und dann sollte die Sache wieder gehen. Was man da im Hintergrund hört, ist der Wind. Es stürmt im Moment hier ganz schön. Sollte man mich also jetzt gleich schlagartig nicht mehr sehen, hat es mich hier weggeweht, mitsamt der Werkstatt. Ja, häufiger man den Kontakt jetzt hin und her bewegt, umso mehr bekommt man noch ein bisschen mechanische Hilfe zur chemischen, um die Kontakte sauber zu machen. Dann jedes Mal, wenn der Kontakt öffnet und schließt, wird natürlich, entsteht Reibung und dann löst sich die Korrosion besser. So, jetzt mit der Waschlösung gut einsprühen. Ja, die Brühe, die da rausläuft, die ist auch schon recht dunkel. Den Schalter werden wir jetzt mal ein bisschen trocknen lassen und dann mal schauen, oder ob er wieder geht. Ich glaube, ich werde auch das Gehäuse noch mal kleben. Das ist hier oben ein bisschen aus dem Leim. Nach der Reinigung und Trocknung kommen jetzt einfach wieder die Kabel dran. Und da brauche ich mir nur meine Fotos wieder aufzurufen, die ich gemacht habe. Und kann so leicht erkennen, was wohin gehört. So, das heißt, der Weiße mit dem Schwarzen kommt nachher da drauf und unten drunter war der Weiße mit dem Weißen. Das dahin, so. Ganz wichtig ist natürlich, wer sich mit Elektrik nicht auskennt, sollte echt die Finger davon lassen. Erstens mal, weil es gefährlich ist, 220 Volt ist kein Spielzeug. Und zweitens, weil man da mehr kaputt machen kann, als man vielleicht ganz macht. Und das wäre ja irgendwie schade drum. Dann macht ja so eine Reparatur irgendwie wenig Sinn.
Ganz wichtig ist auch dann, dass man hier dann keine Kabel einklemmt. Das sollte alles wieder so liegen, wie das vorher auch gelegen hat. Noch ein wichtiger Punkt ist, man sollte sowas natürlich auch nur bei Geräten machen, bei denen die Garantiezeit abgelaufen ist, deutlich abgelaufen ist. Denn damit verwirkt man natürlich sämtliche Chancen auf einen Garantieanspruch oder eine Kulanz. Wenn die Techniker eins nicht mögen, dann ist das, wenn jemand schon daran rumgebastelt hat. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob der Fehler dann auch damit behoben ist. Ja, sieht danach aus, als wenn das alles wieder in Ordnung wäre. Dann kann man es so lassen. Normal wäre das Teil weggeflogen. Aber jetzt funktioniert es wieder. Ich habe jetzt leider nichts da, wo ich es mal wirklich unter Last ausprobieren könnte. Aber ich denke, das funktioniert wieder. Schöner Schlagschrauber. Vielleicht macht er noch mal 20 Jahre.